Willkommen, meine Freunde. Ich hab's herausgefunden mit diesem komischen Screaming Zen oder wie auch immer das Ding heißt. Und zwar müsst ihr erst ins Menü und dann Y drücken und dann wählt ihr euch quasi ein bisschen durch. So, jetzt haben wir das am Start. Und ich hab's halt zuvor noch nie eingesetzt, ne? Wo steht denn der jetzt da? Was willst du jetzt tun? Okay, werfen wir das einfach mal hier rein. Was immer das war, es muss in der Nähe gewesen sein. Warum passiert da nichts? Das Geräusch kommt von einer dieser gottverfluchten Voodoo-Puppen. Gruselige Horror. Screaming Zen. Voller Quatsch. Passiert ja gar nichts. Weißt du was? Leck mich, Alter, leck mich. Mach da gar nicht lang rum jetzt, ey. Bam. Okay. Jetzt müssen wir ihm hinterher. Der ist auch mit dem Auto unterwegs, aber hält sich scheinbar an die Geschwindigkeitsregeln dabei. Okay, mit dem Wagen können wir ihn halt leider nicht abziehen, ne? Dieser blöden Kiste. Boah, das bewegt sich unglaublich schwerfällig. Okay, aber ich versuche ihn mal nicht zu verlieren. Ah. Okay. Wow. Ich hasse das Auto. Eigentlich müssten wir was anderes kapern. Aber ich denke, bis wir irgendwas anderes gekapert haben, dann ist das schon weg. Alter, die Straße ist so klein für uns beide. Von da hinten kann ich knicken. Okay. Jetzt machen wir halt einfach so Need for Speed da draus. Okay, das könnte besser treffen. Aber dann treffen wir doch eher das andere Auto. Leute, jawoll. Jetzt hinterher. Haben wir ihn erwischt? Oder ist er einfach nur vor Schock umgefallen? Oh. Nein. Nein, 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 nein. Ah. Okay, wir halten jetzt einfach mal gedrückt. Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Anweisen zum Geschäft. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. Ja, den nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Wieso denn auch nicht? Naja, diese Rasselocke kann ruhig leben. Wir könnten auch jetzt immer noch töten. So, haben wir es geschafft, nehmen sein Auto. Ah, wir haben Reifen zerschossen, deswegen. Ah, haben wir gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, bevor wir das Auto nehmen, dann nehme ich doch lieber. Dann nehme ich doch lieber das hier. Hey, Mister! Hey! Ey, ey, bleib stehen, Alter. Na, da ist der Reifen kaputt, was? Typ.
Na gut, ich nehme meinen. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Schade, Vierfingers Geschäft. Müssen wir die ganze Strecke wieder zurück? Ist voll nervig. Aber was willst du machen, ne? So ist das halt im Mafia-Leben. Kommen wir wenigstens mal ein bisschen was von der Gegend mit. Die so schön und liebevoll gestaltet ist. Yay. Okay, da halten wir mal nicht an. Obwohl, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wenn wir schon in der Nähe sind, wäre es doch Verschwendung. Wie könnte ich nur ohne diese Post leben? Also die Grafik ist echt wunderschön. Also allein hier einfach so durchzufahren, allein das ist schon mega entspannt und macht echt Spaß. Aus dem Weg. Ein mit einer Handgranatenattrappe bewaffneter Kubaner hat heute über Texas einen Linienjet gekapert und nach einem Tankstopp in New Orleans nach Havanna entführt. So, da prügeln sich wieder welche. Bam. Oh oh. Nein! Und gegen die Wand! Ich kann doch nicht gegen sowas sterben! Wir nehmen vorsichtshalbe Heilung. Ich weiß immer noch nicht, was es uns bringt. Dass wir den ganzen Quatsch da machen. Aber da drin finden wir Heilung. Das nehmen wir doch mal mit. Oh, dass wir immer alles hier aufbrechen müssen, ne? Nein! Haben wir es geschafft? Echt? Jawohl. Okay, lass mich doch kurz... das hier mitnehmen. Dude. Auch schon wieder weg. Alles cool. So, jetzt haben wir mal einen schnelleren Wagen. Deutlich angenehmer. Nehmen wir doch alles wieder mit. Ja, da haben wir ja schon aufgeräumt. Oder sind die wieder da? Aber da waren wir doch schon. Da haben wir alles aufgeräumt. Sind jetzt die Vollstrecker da oder was? Ey, leck mich doch. Muss ich das jetzt schon wieder machen? Jetzt sind das denn... Also waren wir einfach nur zu früh dran. Das war's. Wir waren einfach nur zu früh. Dann machen wir es halt einfach so ähnlich.
wie beim letzten Mal, oder wir stürmen einfach die ganze Geschichte, da wir es ja schon eigentlich geschafft haben. Bräuchte das eigentlich gar nicht so stealth-mäßig zu machen. So, der verpisst sich ja gleich, dann kann ich mich da anschleichen und den eigentlich auch killen. Der Typ läuft nach vorne, dann kann ich den dann auch killen. Zerstöre Charlies Heroin. Ach so. Jetzt darf ich da was zerstören. Ich check's halt immer noch nicht mit diesem Voodoo-Scheiß. Ich muss rausfinden, wo dieses Geräusch herkam. Das vor mir versteckst du dich nicht, Kleiner. Und rein da. Hey, du lebst noch? Was bist du, Superman? Da! Der zerstört sein eigenes Heroin, glaube ich. Nein, ich brenne. Okay, jetzt doch nicht mehr. So, der ist tot. Der verbrennt sich wieder selbst. Sehr gut. Da müssten wir rein. Okay. Wachposten sind alarmiert. Sollen sie kommen? Was haben wir denn hier? Wo bist du denn? Steck dich doch nicht. Leben brauche ich keins. Okay, der Typ traut sich nicht. Zack. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um dieses Geschäft zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit diesem Geschäft zufügen kannst und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und bewege bei dem Angriffsplan erst Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Verzeihung. Ja, Verzeihung. Hab einen! Ich hab einen! Ich lass dich aus! Einfach weg damit. Da kann ich groß rum. Mach da gar nicht groß rum. So, damit können wir dem Geschäft schon ziemlich schaden. So, befrage Charles Dealer. Diese Drecksau zerfetzt mich. Da geht er down.
Hier die Knarre brauche ich nicht. Meine ist da deutlich besser. Okay, befrage den Dealer. Easy peasy, also da sind wir echt durchgerannt. Da bin ich schon echt im Überlegen, ob ich die Schwierigkeitsstufe vielleicht noch ein bisschen hochhauen. Da müssen wir mal gucken. Eventuell, wenn es weiter so irgendwie so leicht bleibt, dann müssen wir schon. Aber okay, das, wir sterben halt auch nicht, weil wir da schon ein bisschen aufpassen, ne? Das ist halt das Ding. Wenn du mal nicht aufpasst oder zu arg reingehst, dann kannst du da auch sterben. Geht dann auch ganz schnell. So, nehmen wir die Dame mit. Zeuge ruft die Polizei. Bringt halt auch nichts, ne? So. Den sollen wir hier befragen. Gehen wir mal rein. Einige Geschäfte in der Stadt praktizieren noch immer Rassentrennung. Farbige Kunden sind nicht erwünscht. Die Eigentümer bedrängen dich, und bis du gehst, und rufen sofort die Polizei, Verbrechen begehst. Okay. Alles cool. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen. Lass mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Okay. Danken kannst du mir später. Nehmen wir den mal mit. Dann nehmen wir noch dieses Poster hier mit. Dann rauben wir den aus, weil es hier Rassentrennung gibt. Und verpissen wir uns, bevor die Bullen kommen. Okay, das war einfach. So. Dark Hatchet, Matt Chatty. Charlie kennt Hatchet seit Jahren und hat in Erfahrung, dass dessen Paranoia für sich einzusetzen. Er lässt ihn das gesammelte Geld von den Drogendeals in der Nähe bewachen. Aber den sollen wir auf jeden Fall erlegen, diesen Dude. Okay. Wir fahren wieder nicht über los. Und gehen da doch mal direkt rein. Leute, gehen wir doch direkt rein. So, jetzt haben wir Möglichkeiten. Wir rennen da durch und ballern wild um uns, oder wir schleichen wieder rein. Ich glaube, wir schleichen uns rein. Das dauert länger und macht mehr Spaß. Eindeutig. Okay, Leute, das soll's gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.